Philipp, die Warriors sind im Rausch. Sind die Splash Bros zurück? Waren sie jemals weg? Ich lieb das, wie unsere Titel klingen. Das ist so ein bisschen wie so eine Mischung aus Bildzeitung und Overreaction. Feiere ich. Obwohl ich von den Jungs und Mädels vom Axel Springer Verlag relativ wenig halte. Shoutout an der Stelle, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt vom Bild und Axel Springer Verlag. Nein, Spaß. Um deine Frage zu beantworten, die Splash Brothers, ja, die sind nicht nur zurück, sondern die haben auch Zuwachs bekommen. Das heißt, sie waren vorher zu zweit. Clay und Steph, wobei die ganzen Kritiker ja gesagt haben, dass Clay man langsam so exkludieren kann aus dieser Familie, ja, und dass er keiner der Splash Brothers mehr ist, weil er nicht mehr so gut trifft. Der hat den ganzen Kritikern Lügen gestraft und ist heiß gelaufen, wobei er die letzten zwei Spiele auch ein bisschen abgekühlt ist. Da hat er nur 4 von 19 getroffen, von 3, aber ey, sei es ihm gegönnt, der Mann war 2 Jahre lang gefühlt nur verletzt und nicht nur gefühlt, sondern er war nur verletzt. Ja, und wer ist jetzt der Dritte? Wer ist der Zuwachs sozusagen dieser Splash Brother Familie? Andrew Wiggins. Ja, der kommt diese Saison so richtig krass in Fahrt. Also der gibt, können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Ich bin auf jeden Fall hier gut eingekleidet für das Topic gleich. Und ja, was soll ich denn noch großartig sagen, ne? Jetzt sind sie zu dritt. Dieser Auswärtstrend, der zieht sich so ein bisschen noch fort. Sie haben jetzt die ersten zwei Auswärtsspiele tatsächlich noch gewonnen. Und ja, aber ansonsten glaube ich, ja, können wir da gleich im Detail drauf eingehen. Und ich würde sagen, ey, komm, ich übergebe erstmal an euch, erklärt das, wer von euch beiden anfängt. Ich freue mich auch riesig, dass Samo da ist und dass wir hier so einen Warriors-Experten am Start haben. Auf jeden Fall Karte, direkt wusste ich zu jetzt noch gar Samu nicht. weitergeben. Ja, dann los. Gerne. Also, wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich Warriors-Experte bin, aber ich habe mich natürlich ein bisschen reingefuchst. Das ist ja schon mal was. Ich habe mich gefragt, weil ihr die Frage gestellt habt, ob die Splash Brothers zurück sind. Und ich habe mich auch erstmal die Frage gestellt, waren die überhaupt weg? Und ich würde schon sagen, dass sie das waren, tatsächlich, weil ohne Clay ist halt ein bisschen schwierig. Nur, ob sie jetzt wirklich so richtig schon zurück sind, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, weil die Frage ist ja, wie definiert man das, ne? Also, du kannst es jetzt mit Dreier-Shot-Making irgendwie definieren. Also hast du zwei dominierende Dreier-Schützen und das haben sie jetzt absolut. Also ich habe mir die letzten 10 Spiele mal ein bisschen genauer angeguckt. Lagen ja beide, also sowohl Curry als auch Thompson bei 45% von Downtown. Clay mit, ich schaue gerade, 10 Dreierversuchen, Curry mit 12,3. Also die haben schon ordentlich was weggenagelt da. Nur für mich ist, also so wie ich die beiden als Duo vorher definiert habe, sie sind waren halt nicht nur Shotmaker, sondern halt auch Tough Shotmaker. Also sprich, ne, dass der auch schwere Würfe verhandelt. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob Klay Thompson es auch noch so kann. Er war natürlich nie so der Creator, wie Stephen Curry das immer war und noch ist. Aber wenn man mal so ein bisschen guckt, er hat dieses Jahr 91,5% seiner Würfe sind assistiert. Das heißt, alles, was er wirft, kriegt er halt irgendwie aufserviert. Und die Jahre davor war es jetzt nicht wahnsinnig viel mehr, aber letztes Jahr zum Beispiel immerhin nur 76%. Darum bedeutet, dass er quasi nichts für sich selber kreiert, Schrägstrich kreieren muss. Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob das auf Dauer, vor allem auch in dem Playoff-Setting, so hilft. Es hilft natürlich immer, wenn du jemanden hast, der draußen die Dreier reinnageln kann. Schon ein bisschen was ab von dem, was er vorher hatte. Ja, man muss ja auch sagen, sorry, Aurelia, mach du erst mal, bevor ich hier nochmal mein Take raus sage, weil Nee, ich wollte gerade sagen, in ist der gut. Defense, stimmt es ja auch noch nicht so ganz bei den Warriors, ne? Platz 20 immer noch. Man muss halt sagen, sie haben sich da zum Anfang der Saison natürlich deutlich verbessert und das hängt denen jetzt noch ein bisschen nach. Ich glaube, drittletzte, also 28 waren sie mal zwischenzeitlich gewesen, ne? Trotz halt eben 3D-Playern, eben wie Clay oder Defensive-Spezialisten wie Damon Green und so weiter. Aber naja, gut. Wie gesagt, Defense, da funktioniert es noch nicht, läuft besser, aber das ist noch auf jeden Fall ausbaufähig. Aber ich gebe dir recht, sind nicht die Splash Brothers wie vorher. Ich habe da so ein bisschen natürlich mich dem Hype hingeben lassen und ich fühle es aber auch tatsächlich. Ich finde es geil, dass das wieder funktioniert, das Team so ein bisschen besser und ja. Ich glaube, was ihr alle nicht vergessen dürft, ich meine, Splash Brothers, wenn wir mal zurückdenken, ne, an 2017, 2018, also wenn die ganzen Finals der Warriors, es ist ja auch jetzt ein anderes Team. Und es ist ja auch immer noch so, dass ja viel auch noch ausprobiert wird. Wir haben einfach viele junge Spieler. Und dafür, und wenn wir überlegen, guck mal, wie haben sie gestartet, da dachten wir erst, oh mein Gott, der erst waren die Prognosen Wahnsinn. Dann haben sie erstmal ständig die ganzen Auswärtsspiele verloren. Jetzt auf einmal liefern sie wieder ab. Ich glaube ja so ein bisschen intuitiv, die sitzen da und gucken sich das an und denken, ach, das ist so süß, guck mal. Weißt du, erst glauben sie, wir schaffen gar nichts, dann machen wir mal ein bisschen was, dann sind wir zurück. Ich glaube, dass wir die nicht unterschätzen dürfen, weil Splash Brothers ist ja gerade wie ein
es ist ja einfach neu. Ich meine, das ist ja nicht mehr das, was damals da war. Und ich glaube schon, also ich finde das ein spannender Fakt, was du gerade erzählt hast, Samu, mit der Shot Creation, also wie Klay Thompson jetzt, sage ich mal, anders zu seinen Würfen kommt. Und deswegen, sind wir immer noch am Anfang der Saison und wir sehen, wir kriegen ja so gerade so einen Vorgeschmack, was möglich ist. Und ich würde sagen, Splash Brothers back in der alten Form, nein. Aber es ist die Frage, was bekommen wir da in Zukunft? Und ich glaube, dass sich diese Warriors-Familie da so ein bisschen Zuwachs bekommt. Und ich muss sagen, ich bin super positiv gestimmt. Ich war sowieso ja am Anfang der Meinung, dass wir uns nicht groß Sorgen machen müssen, wie es zu Anfang aussah. Ich glaube, dass es mit Klay sich noch ein bisschen einpendeln wird. Ich glaube, dass er öfter mal Spiele hat, wo er ein bisschen ausbricht. Aber alter Klay zweifle ich auch ein bisschen dran. Aber dann sind die Momente, wo dann seine Brothers einspringen, wenn er dann nicht performt. Und ich muss sagen, ich glaube immer noch, für mich sind die Warriors die Top-Contender. Und ich bin gespannt, was da noch, ja, wir sehen werden, wenn sie da mehr Routine auch reinkriegen als dieses neue Team, dass sie jetzt ja, sag ich mal, einfach anders auch zusammengestellt sind, tatsächlich sich noch mehr besser kennenlernen und besser finden, wie sie sich dann auch eben gegenseitig die Würfe kreieren. Ja, Samu, Top-Contender, was sagst du dazu? Ich hoffe, ich da so richtig zustimmen kann. Also ich glaube, es gibt halt noch ein paar andere Teams, zum Beispiel die Boston Celtics, die momentan halt wirklich sowas von heiß sind. Seite die Bucks genauso. Ich habe auch die Sixers noch lange nicht abgeschrieben. Die müssen halt erstmal wieder alle fit werden. Im Westen ist es ein bisschen schwierig. Ich würde sogar dazu tendieren zu sagen, ja, die Warriors sind einer der, keine Ahnung, drei Teams im Westen, unabhängig jetzt von der Tabellenposition, weil sie einfach das Spielermaterial dafür haben. Und wenn wir ehrlich sind, die anderen Teams im Westen, die überzeugen jetzt auch nicht komplett. Also wenn man jetzt mal schaut, die Warriors haben einen Rekord von 13 Siegen und 11 Niederlagen und sind damit Sechster im Westen. Das bedeutet, dass sie nur 3 Siege hinter Platz 1 sind und sie sind vor allem 3 Siege vor Platz 13. Also du kannst die mal ein bisschen schlecht drauf bist, dich irgendwer verletzt, dann kannst du einfach mal durchrutschen ans Tabellenende oder halt nach ganz oben aufsteigen. Und es gibt jetzt kein Team, was mich bisher so komplett überzeugt hätte, dass ich sagen würde, okay, die sind davor. Bei den Warriors habe ich halt ein bisschen das Problem oder mache mir so ein bisschen Sorgen, weil ihr größtes Problem ist eigentlich die Bank. Also sie haben jetzt gezeigt, im Verlauf der Saison, sie sind geworden und alles ist ein bisschen stabiler geworden. Aber die Bank ist halt nach wie vor relativ mies und das sieht man halt auch in den ganzen Plus-Minus-Werten. Ich habe mich tatsächlich mal durchgewühlt und schon krass. Also bei den On-Off-Werten, ich lasse mal die Kommazahlen weg, weil sonst einfach zu lang wird. Aber bei Curry plus 25, Thompson plus 17, Wiggins plus 18, Draymond plus 24, Looney plus 21. Das heißt, das Starting-Lineup rasiert komplett, ist auch tatsächlich offensiv das beste Lineup in der kompletten NBA, also über die komplette Saison gerechnet. Aber alle anderen, Poole minus 13, Lamb minus 10, DiVincenzo minus 10, Green minus 11, Kuminga minus 20, Moody minus 12, Wiseman, der zum Glück gerade nicht spielt, minus 28,6. Also das ist schon eine absolute Katastrophe. Ich sage nicht, dass ich kein Zutrauen habe, dass der ein oder andere einwachsen kann in die Rolle. Die Saison ist noch lang. Müssen sie halt erstmal hinkriegen. Und wenn sie so weitermachen, sprich wenn sie eine Bank haben, die nicht wirklich beiträgt, also zum Sieg, Playoffs wahnsinnig schwierig. Auch wenn sozusagen die Rotations sich natürlich deutlich verkürzen. Ich finde es interessant, dass du gerade das Plus-Minus angesprochen hast, weil Curry hat ja, ich glaube, es war letzte Woche irgendwie so das krasseste Plus-Minus-Rating ever aufgelegt gehabt. Ne? Also im Durchschnitt, nur fürs zum Verständnis, im Durchschnitt ist zwischen plus 12 und 17 sehr gut. Und Curry lag bei 31,2 und war dann mit Abstand irgendwie Liga-Bestwert. Und das ist schon heftig. Also das Plus-Minus-Rating der Starting, das ist bei den Warriors schon echt krass. Und deswegen gebe ich dir auch recht, dass die Bank halt eben wirklich das Problem aktuell ist. Ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, und das ist ja nicht nur Bank geschuldet, weil auch in den Heimspielen spielt die Bank, was dieses Auswärtstrend, Negativtrend sein soll. Wie gesagt, jetzt haben sie halt 2 Spiele auswärts gewonnen. Aber on the road dann halt auch eben wieder gegen New Orleans und gegen Dallas verloren. Und das zieht sich halt so nahtlos durch die gesamte Saison. Deswegen, also ich kann nicht so richtig einschätzen, woher diese Auswärtsschwäche auf einmal kommt. Ne? Zwischenzeitlich hatten sie ja mal den lustigen Fakt, dass sie 9-1 heim und 1-9 auswärts gleichzeitig gewesen sind. Aber keine Ahnung, kannst du das erklären? Kann ich mir nicht so wirklich erklären, ehrlich gesagt. Man kann ein bisschen drauf gucken, wo und gegen wen sie gespielt haben. Also der Spielplan war natürlich ziemlich ungleich. Wenn man sich jetzt die Siege anschaut der letzten Zeit, da waren natürlich ein paar
Must-Wins dabei. Also jetzt Houston gestern, dann Chicago ist auch mal gut und mal halt überhaupt nicht. Über die Ja, ohne Timberwolves habt Ball. ihr wahrscheinlich auch schon des Öfteren gesprochen. Da ist es teilweise extrem problematisch. Utah nicht mehr so stark wie zu Saisonbeginn und davor halt die Knicks und wieder Houston und so weiter. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass sie jetzt hier lauter Qualitätssieger eingesammelt hätten. Wenn man jetzt mal guckt, Ja, aber ja. du verlierst on the road gegen Charlotte, Detroit, Miami, Orlando und New Orleans am Stück. So, das ist. Saisonbeginn, ne? Das war ja Spiel 6 bis 9. Ja, genau. Und danach verlierst du gegen Sacramento. Gut, kannst du halt gerade gegen das Beam-Team verlieren. Ne? Verlierst gegen Phoenix, darfst du halt auch verlieren. Darfst doch gegen New Orleans verlieren und auch gegen Dallas. Du darfst gegen die alle on the road verlieren. Aber am Ende des Tages sind sie ja als Contender angepriesen worden. Und ich meine, wenn du Contender sein willst, dann musst du halt New Orleans, Phoenix und Dallas halt auch mal schlagen. So, das ist. Ja, deswegen, ich kann mir das nicht so richtig erklären. Ich habe gehofft, irgendwie einer von euch beiden hat die Lösung hier parat für das Auswärtsproblem. Ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung. Gib dir noch ein paar Spiele. Das ist ein junges Team mit super viel Talent, die auch alle gerne mal ihre Minuten haben wollen, ihre Würfe nehmen möchten. Und die haben Steve Kerr als Trainer. Der ist überragend, der Typ. Der wird am Ende, wenn es zählt, die schon in Reihe und Ordnung positionieren. Ich bin guter Dinge, weiterhin, auf jeden Fall. Und Clay wird auch demnächst seine Breakout-Games haben und ich glaube, der wird auch stabiler. Ich glaube dran. Ja, was soll ich sagen? Lösung habe ich auch nicht, aber vielleicht eine kleine Erklärung so ein bisschen, weil was sie halt hatten die ganze Zeit war, dass sie wahnsinnig schlecht gereboundet haben. Das ist ja nicht unbedingt neu bei den Warriors, aber ist halt ziemlich eklatant irgendwie dieses Jahr. Problem, dass Draymond auch noch nicht so richtig fit reingekommen ist. Der geht immer so ein bisschen unter bei der Betrachtung, aber Draymond war zu Saisonbeginn wirklich wahnsinnig fußlahm und für seine Verhältnisse auch wahnsinnig langsam in der Birne auszudrücken. Also es gab echt Rotations, die er irgendwie verschlafen hat. Und dann so Sachen, die ihm eigentlich nie passieren. Zum Beispiel der Schütze steht draußen. Jemand wie Tyler Hero zum Beispiel gegen die Heat. Und was macht Draymond? Er droppt erstmal. Dann realisiert er, ach nee, Moment mal, Hero, der drückt ab, ich muss raus, hetscht dann raus und fängt sich halt einen offenen Dreier. Und solche Dinge eben normalerweise nicht oder zumindest nicht häufig. Und zu Saisonbeginn war das halt wahnsinnig häufig. Und was auch noch so eine kleine Erklärung ist, er funktioniert halt momentan als Ringschutz gar nicht. Der Einzige, der so ein bisschen Ringschutz bringen kann, ist Looney. Wenn Looney vom Platz ist, sieht man das auch sofort an den Line-Up-Daten. Also es gibt zum Beispiel dieses Line-Up, wo Poole Looney ersetzt. Das war so ein bisschen Game Changer in den Playoffs. Das funktioniert halt null. Also da kriegen sie dann richtig auf den Deckel. Keiner mehr da ist, der das momentan übernimmt. Also natürlich wird es Draymond irgendwann wieder hinkriegen, aber bisher war das halt so und jetzt auf diese Auswärtsniederlagen gemünzt. Da waren ja zum Beispiel Spiele dabei gegen die Pelicans, wo du halt jemanden wie Valanciunas rumlaufen hast oder wie Zion. Natürlich irgendwie gerade am Ring irgendwie dafür sorgen, dass da die und das hat halt einfach nicht funktioniert bei ihnen. Und wenn du da jemanden hast wie Klay, der auch noch seiner Form hinterherrennt, vor allem defensiv, der auch da immer einen Schritt zu langsam ist, der halt am Perimeter die Leute durchlässt. Und dann hast du den Ringschutz nicht dahinter, dann ist es halt schwierig. Und ich weiß nicht, also ich kann es nicht jedes Spiel natürlich durchgehen oder habe es nicht gemacht, aber halt immer da, wo halt auch starke Bigs oder starke Zonenscorer dabei waren, da ist halt besonders schlecht gelaufen. Ich habe mir hier gerade die Stats von Draymond Green aufgerufen und sein Defensive Rating ist das mit Abstand schlechteste in seiner ganzen Karriere, was er diese Saison gerade auflegt. Mit Abstand. Also Da bist du. 111,4 haben wir gerade und in der Vorsaison haben wir 102,6 und in den Meisterjahren waren sie unter 100. Also, und das waren Aber 4 Jahre in Folge. da musst du jetzt aber ja im Verhältnis schauen. Du siehst ja jetzt von den Jahren davor, wie es am Ende war. Das ist ja der Durchschnittswert. Und jetzt hast du ja erst den Ja, Durchschnittswert. Das wäre jetzt aber interessant zu das. sehen, wenn du jetzt die Mühe gemacht hättest zu sehen, wie war es in den Vorjahren zu dem gleichen Zeitpunkt nach den ersten 20 Spielen, weißt du, um das Nee, das will wirklich ich damit direkt ja nicht miteinander ausdrücken. vergleichen zu können. Das Das will ist ich damit ja natürlich, nicht also ausdrücken. Ich will damit ausdrücken, ja. was Samu gerade gesagt hat und untermalen, indem er gesagt hat, dass er am Anfang der Saison halt extrem lahm war. Und ja, natürlich, das scheint so zu sein. Na klar, können wir jetzt, wenn wir das genauer machen wollen, müssen wir natürlich den gleichen Zeitraum betrachten der Saison. Aber ich meine, einen Green in der Verfassung zu sehen, wie er am Anfang der Saison reingekommen ist, das ist, glaube ich, für uns alle so ein bisschen ungewohnt gewesen, weil, wie du es gesagt hast, ne, er war nicht nur lahm im Kopf, sondern halt auch in der Defensive irgendwie nicht der zentrale Anker und Motor, der er eigentlich sein muss bei den Warriors. Und das ist schon sehr auffällig gewesen. Zwischendurch hat er, glaube ich, mal ein extrem. Es hat sich auch verbessert, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ich glaube, zwischendurch war er noch schlechter und hatte, glaube ich, mit das schlechteste
Defensive Rating von einigen Startern, aber ich habe diese Statistik nicht mehr im Kopf, deswegen kann ich die nicht mehr droppen. Aber noch ein viel größeres Problem war, bis sie James Wiseman halt in die Chile geschickt haben, ist er ja da auch noch rumgerannt. Sagen, dass er einfach absolut katastrophal gespielt hat, und zwar auf jeglicher Ebene. Natürlich ist er jemand, der den Boxscore erfüllt. Also wenn ich danach im Boxscore reinschaue, denke ich mir so, okay, James Wiseman, der hat ja abgeliefert. Im Endeffekt hat es nicht gemacht. Also es waren 6,4 Fouls pro 36 Minuten. Und schon mal, dass er deutlich zu langsam war. Das mit dem Ringschutz hat auch nicht funktioniert, obwohl er ja ziemlich groß ist. Was man vor allem immer noch nicht gemerkt hat, war, dass irgendwie eine Weiterentwicklung stattgefunden haben könnte. Und selbst jetzt in der G-League, ich habe mir mal die Mühe gemacht, das nochmal nachzuverfolgen, weil oft ist ja so, dass ein NBA-Spieler dann in die G-League zurückgeht und rasiert dann da und dann sagen alle, ja, was wollen die denn, holt ihn doch wieder hoch. In der G-League hat er ein Plus-Minus von minus 35 und sein Team ist einfach richtig wesentlich gut. Besser, wenn er nicht auf der Platte steht. Mal hinkriegen als Top-Pick, gut, dafür kann er nichts, wurde halt so früh gepickt, aber trotzdem. Das ist relativ katastrophal. Und man merkt halt, die Defense funktioniert wesentlich besser, wenn er da halt nicht rumspringt und jede Rotation verpasst. Ja, also ich finde, da habe ich heute auch ein paar Meinungen mit zu angehört, ne, weil jetzt viele sagen, naja, wenn er jetzt in der G-League spielt, muss er krass rasieren. Das ist immer so und so, ne? Also an sich muss er ja erstmal, darf nicht vergessen, wie lange er verletzt war und dass er halt einfach saujung ist und diese ganze Spielpraxiserfahrung ja einfach fehlt. Und ich glaube schon, dass man ihm generell ein bisschen diese Zeit an sich noch geben muss. Aber ich muss sagen, ich habe auch sehr meine Bedenken. Aber es hört sich, also meine Frage an dich, Samu, also es hört sich ja schon so ein bisschen so an, dass du eher nicht an ihn glaubst und an sein Comeback. Du bist dann nicht ganz so ein Fan, oder wie ist deine Einschätzung zu ihm? Ich glaube nicht dran, dass er schnell gute Leistungen wird abrufen können, weil das auch einfach das falsche Setting ist für ihn. Für manche Spieler ist es natürlich gut, wenn sie in ein gefestigtes Umfeld reinkommen, um dann eben ihr Spielsystem entwickeln zu können und halt von den anderen zu profitieren. Es ist auch immer schwierig, wenn du als Rookie, also jetzt ist er ja kein Rookie mehr, aber irgendwie ist das ja gefühlt immer noch, in so ein Team reinkommst, wo es einfach direkt ums Gewinnen geht. Und wir haben in den letzten Jahren zwei Top-10-Picks, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Quatsch, die Teams gespielt haben, bei denen es wirklich drauf ankam. Und das eine war halt Jalen Smith bei den Phoenix Suns. Der hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert er auf einmal extrem gut bei den Indiana Pacers, wo es eben nicht mehr drum geht. Und das ist jetzt natürlich nicht die Statistik, irgendwie, die alles aussagt, aber ich glaube halt, dass die es vorher gab, die sind halt immer noch berechtigt. Ja, also die Draft-Class war jetzt ähnlich die beste, ne? Also muss man jetzt fairerweise zugeben. Natürlich ist er Lottery-Pick und er ist auch an zwei gepickt, aber die Draft-Class ist ja jetzt bis auf Edwards, Ball, vielleicht noch Patrick Williams, ist sie in den Top 12, 13 Jahren, geht Halliburton, darf ich natürlich jetzt nichts zu sagen, aber ansonsten ist es jetzt nicht die überragende Draft-Class gewesen, aber ich gebe dir auch recht, der ist viel zu früh gepickt worden. Vor der Saison haben alle gesagt, der Lottery-Pick kommt zurück, der verstärkt die Warriors nur noch. Und ich bin da auch auf eurer beiden Seite, der lief teilweise da echt rum wie Falschgeld, der hat nicht ins System reingepasst. Das ist einfach nicht die richtige Truppe für ihn gewesen. Aber vielleicht, naja, wollte man ihn selber auch ins Schaufenster stellen. Wenn ja, hat man es hart verkackt. Muss man einfach mal so sagen und mal gucken, wo er am Ende landen wird. Yes, da bin ich auch gespannt. Also. Yes, Warriors. Splash Brothers sind zurück, James Wiseman wahrscheinlich jetzt für immer in der G-League oder halt nicht für immer in der G-League und dann irgendwo in Europa, wer weiß, mal schauen, sehen wir dann alles. Damit ja, und sorry, ich muss nur mal reingrätschen, eine Sache müssen wir natürlich noch sagen, ne? Das ist ein Fact, den haben wir jetzt total untergraben. Im Spiel gegen die Rockets hat Clay gefehlt und Steph und Wiggins haben beide jeweils 8 Dreier reingehauen und es gab es erst 3-mal in der gesamten NBA-Geschichte und erst ein einziges Mal bei den Warriors tatsächlich. Also zum Thema Splash Brothers, ne? Sind das vielleicht die neuen Splash Brothers? Das lassen wir offen und könnt ihr gerne mal die Frage an den Chat schreiben. Sind die neuen Splash Brothers statt Clay und Steph und Wiggins? Berechtigte Frage. Also Wiggins Brick. Letzter Satz dazu, es ist auf jeden Fall nicht Jordan Poole. Zumindest nicht momentan. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das hier gefallen hat, dann lass doch gerne noch ein Like und ein Abo da. Und wenn du noch ein bisschen mehr sehen möchtest von uns, dann guck dir doch auch die anderen Segmente von Bring It On The Post an oder die anderen Shows, die wir hier auf Ballpots haben.